So, wunderschönen guten Tag heute hier. Wir bauen heute auf dem Straßenmoped Zylinder drauf. Und damit das Video nicht so ganz so langweilig wird, machen wir noch ein kleines Fahrvideo dazu. Und Prüfstandsvideo beim guten Martin. Ja, hier sehen wir Zylinder. Kalotte habe ich jetzt schon montiert. Vergaser auch. Kopf, alles noch ein bisschen dreckig von davor. Ja, und dann stelle ich jetzt euch mal hier rüber. Und dann gucken wir mal, was es jetzt hier wird. So, Keim ist drauf, dann können wir das jetzt hier alles rausmachen. Dichtungen sind auch drauf. Und da hinten steht das Großmobil ohne Motor. Jo, und deswegen geht's jetzt weiter. Ich denke mal, können wir einen Zylinderkopf drauf machen. Au! Alles klar, herzlichen Dank, schönes Wochenende und haben Sie noch Staus oder Pizza? Hallo, wo kommt ihr her? 100, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 0. Hallo. Ach, den Fokus kannst du auch vergessen, ja. So sieht auf jeden Fall die Kerze aus, die drin war. Und deswegen machen wir sicherheitshalber mal eine neue rein. Mit Kerzen nicht sparsam sein. Boom. Brauche ich bloß noch den Adapter hier. Hallo, hier ist Dani aus Leipzig. Hallo Dani, Grüße nach Leipzig. Eingelocht. Ja, aber ich muss noch drüben machen, so weil das Auto bei mir hast, mal noch ein bisschen umstellen. Ja, das wäre ja kein Problem. Ich überlege es mir, ich gucke erstmal. Okay? Ja. Gut, geh erstmal duschen und ich waschen, den kleinen Schnippi durchfiltern und dann sprechen wir uns. Ja. Gut, alles klar, mach weiter, halt die Hände um. Ciao. Okay. Also, nur noch Kalotten, Federn einhängen. Fixe hier. Und dann können wir die erste Testfahrt machen. Mal gucken, Richard wollte es dann noch mit der Elektrik machen. Aber ich wollte ja auch noch zu Martin zum Prüfstandlauf. Mal gucken, vielleicht mache ich das morgen oder so. Es kommt dann wahrscheinlich alles ein bisschen zeitversetzt. Ne? Grüße gehen raus an QT Powerparts. Besten Partys EU West. Yeah. So. Es ist kalt. Erste Ausfahrt mit 9 Zylinder geschafft. Noch ein bisschen einstellen. Die ganze Scheiße. Ja, und dann mal gucken. Fahrvideo machen wir dann, denke ich mal, nach dem Prüfstandslauf bei Martin. Mal schauen, wann wir dazu kommen. Wir haben es heute auf jeden Fall. Heute ist der 14.02. Valentinstag. Und dann werden wir mal gucken, wie wir das Ganze hier machen. Bisher geht es ganz gut. Ja, ist schön. Auch der Hund. Stimmt's, Hund? Du bist dick geworden. Sag's mal ein. Nee, komm ruhig her. Sag einem, dass du dick geworden bist. Komm jetzt her.
Guter Muffi. Ja. Ja. Kleiner, dicker, fetter Mops. Wer ist eine Robbe geworden? Wäre, glaube ich, sinnvoller gewesen. Okay. Na gut. Also dann die nächsten Sequenzen sind dann bestimmt bei Martin in der Garage. Bis dahin erstmal gut Kick. Und bis gleich. Entschuldigung. Boah. Da kocht was. Soll ich die Tür zumachen? Ja. Ja. Halt, ich aufmache. Tobi. Wink erstmal in die Kamera. Mal gucken. Dein Rad hier alles voll dreckt. Wenn ich muss halt nochmal Putzservice hier machen. Oder Justin macht nochmal eine Putzaktion hier. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Mach den Duschschatz warm sauber, wirklich. Die macht alles kaputt. Nee. Der schöne Dreck. Wunderbar. Das aber ist doch schon wieder top. Ich kehre nachher. Freiwillig. Wir müssen jetzt schon mal kehren. Ja. Das schon Prüfstandsläufe sind jetzt abgeschlossen. Ich setze mich mal hier aufs Podest. So, also. Fix mal fokussieren hier mit meinem übelsten Mega-Fokus. Fokus. Jetzt. So, also als erstes haben wir halt AOA3, wie es aktuell Standard drauf war. Da haben wir 8,41 PS. Warte, die Kurve klicke ich mal fix rein. Bam. Und bam. Und dann machen wir das so hier. Klicken wir rein. So. So sieht die Kurve aus. Schön, schick, fein. So, dann hatten wir AOA 3. Ach ja, wir hatten mit zwei Hauptdüsen gemessen. Zweite Hauptdüse war natürlich besser. Magerer, 105er statt 110er. Sieht schon mal gut aus. Dann haben wir die 105er drinnen gelassen. Und haben AOA 4 gefahren. So, da war der Unterschied. Grün ist jetzt AOA4, die da, die äußere, genau, und das andere ist AOA3. So, und dann hat man El Tereso drin, was richtig gut war, wo auch aktuell mein Favorit drin liegt. Da hat man hier das schwarze, also die obere, und sind da bei 10,41 PS und 8,53. Oh, ich habe gerade hier was Scharfes gegessen, Newtonmeter. Genau, und dann haben wir den AOA4 nochmal verlängert. Oh, hier mit Mauspad, das geht überhaupt gar nicht. Mache ich meine LTR so raus. Und da haben wir auch nochmal einen kleinen Unterschied. Das ist die lila, ja, die da. Ich weiß gar nicht, ob man die Farbe richtig sieht. Und da hat man dann auch nochmal halben PS ungefähr gehabt. Zwischen den zwei. Da und da. Ja, schicke, feine Sache. So. Auf jeden Fall ist das Moped jetzt fertig. Wir bauen erstmal hier den Rosenfusch wieder alles auseinander. Und ja, dann geht's heim. Somit ist eigentlich das Moped jetzt zu 90% fertig. Jetzt fehlt nur noch das Licht, dass man auch mal durch die Nacht fahren kann. Ja, und dann war's das eigentlich.
Danke auf jeden Fall nochmal an Martin, der hier drüben gerade irgendwo Pizza isst. Vielleicht können wir mal filmen. Ja, da ist er. Winke mal, genau. Der hat nämlich hier irgendwas Scharfes drauf gemacht. Boah, das brennt wie sonst was. Ja, und danke nochmal an Martin. Und ja, ruft mich nicht an. Falls Fragen bestehen oder so, könnt ihr mir gerne schreiben. Und guckt euch nochmal den schönen Motor an. Und dann war's das. Genau. Und wenn jetzt noch alles klappt, kommt nochmal ein Unboard-Video rein. Tü-tüm.